Wer bei der Weihnachtsdeko sparen will, der muss kreativ sein. Deswegen jetzt Weihnachtskugeln aus Papier. Für deine Kugeln brauchst du Tonpapier und etwas Goldfolie, außerdem einen goldenen Faden, deine Bastelsachen, in diesem Fall ganz wichtig, zwei verschiedene Kleber, am besten flüssig und fest, Lineal, Falzbeil und die Schablone. Wähle die Schablone aus, die du gerne haben möchtest und leg sie auf das Tonpapier auf. Am besten schaust du, dass die Kanten mit den Papierkanten abschließen, so dass du wenigstmöglich Verschnitt hast. Ich zeichne das Ganze mit Bleistift auf, da man hier im Notfall immer noch radieren kann und sich das Ganze schnell und einfach übertragen lässt. Nach dem Aufzeichnen am besten erst einmal komplett ausschneiden. Eine Weihnachtskugel besteht aus einem Set mit drei Teilen. Den Verschluss oben, hier habe ich mich für eine Goldfolie entschieden, piekse ich mit einem Dotting-Tool an. Durch das Loch in der Mitte kommt der Faden. Zuerst beide Enden hindurch, am besten das hintere Stück absichern, damit der Faden nicht durch das Loch rutschen kann, und nun ein kleiner Knoten hinein. Die Schlaufe zurückziehen und fertig ist der Verschluss. Als nächstes zur Weihnachtskugelgrundform. Du brauchst jetzt ein Lineal und ein Falzbeil, um die Faltlinien zu ziehen. Wichtig ist, dass du das, bevor du mit der Deko anfängst, machst. Dann hast du später genügend Zeit und musst nicht mehr die Deko zerstören. Setze das Lineal oben an der Spitze und unten ein, so weit wie du eingeschnitten hast, und ziehe dann einmal über das Papier. Schon hast du eine Falzlinie und kannst das Ganze knicken. So musst du mit allen Seiten verfahren, damit du das Papier weiter bearbeiten kannst, am besten wieder zurückfalten. Jetzt nimmst du dir die Schablone für dein Motiv. Ich habe mich für ein einfaches Wellenmotiv entschieden. Als nächstes brauchst du einen Klebestick sowie goldenes Glitzerpulver. Das ist sehr fein und lässt sich super leicht verteilen. Am besten die Schablone auflegen, an den Seiten mit den Fingern festhalten und nun die Welle mit Kleber füllen. Hier darfst du mit dem Kleber nicht geizen. Es soll sich ruhig eine gute dicke Schicht auf das Papier übertragen. Im Anschluss das Glitzer darauf. Auch hier lieber etwas zu viel, und was zu viel ist, im Anschluss wieder abklopfen, als zu wenig, weil sonst ist der Kleber später noch sichtbar. Das gleiche kannst du natürlich auch mit der Goldfolie machen. Hier ist es besonders wichtig, dass du auch zuerst falzt und dann mit der Schablone nach und nach das Glitzer aufträgst. Aufgepasst, die Goldfolie ist etwas sensibler als normales Tonpapier. Knicke verzeiht die Folie leider nicht so schnell. Tonpapier dagegen schon. Zum Kleben empfehle ich dir flüssigen Kleber. Der Brittstift oder auch der Klebestift hält hier nicht besonders gut. Jetzt nach und nach die einzelnen Laschen bestreichen. Am besten arbeitest du immer erst eine Seite, wendest dann dein Papier und machst gleich dazu die gegenüberliegende Seite. So kommst du später beim Kleben nicht in eine Bredouille.
Lass dir beim Kleben ruhig Zeit, nicht dass du versehentlich das Glitzer abwischst. Bevor du die Kugel schließt, musst du den Verschluss einkleben. Ein kleiner Tupferkleber genügt. Am besten den Knoten einmal tief eintunken und dann erst die restlichen Seiten kleben. Als Hilfsmittel gerade beim Abschluss empfehle ich dir nochmal das Dotting-Tool zur Hilfe zu nehmen. So kannst du die Seiten nach innen schieben und die Kugel perfekt schließen. Nachdem du die komplette Kugel geklebt hast, lass sie am besten kurz trocknen, damit alles gut hält und sich nicht wieder der Faden löst. Danach kannst du deine Kugel an einem Baum oder Zweig hübsch zur Deko aufhängen. Mit 5 Seiten anstatt nur mit 4 wie bei der roten ist die goldene Kugel. Auch hier ist der Abschluss das kniffligste. Hier ist auch der Abschluss besonders eng. Arbeite auch hier mit Klebe, aber nicht zu viel und stecke dann auch mit Hilfe des Dotting-Tools die Laschen ineinander. Weihnachtszeit ist die schönste Bastelzeit. Ich hoffe, du konntest in meinem Video viele Inspirationen für dich finden. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Deine Froni!